So, los geht's hier. Wir wollen eigentlich durchskippen. Ich kann eigentlich stealthen, ehrlich gesagt. Ich brauche gar keinen Pot benutzen. Ich habe denen extra geschrieben, dass sie bitte den Pot mitnehmen sollen. Ich hoffe, dass sie jetzt auch alle den Pot dabei haben. Der eine läuft erstmal gegen den Pilz. Perfekt. Schauen wir mal, ob irgendwer edit. Also Skips mit Randoms ist halt so eine Sache, ne? Normalerweise ist es gar kein Stress, aber es geht halt oft schief. Ich habe jetzt nicht gepre-inkert, weil es eh Lachs ist, im Endeffekt. Weil bis ich hier angekommen ist, ist meine Pre-Inker halt schon wieder durch, ne? So, jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen Damage dabei haben. Klar, ich mache sowieso Damage, Hustus. Oh, der Hunter hier mit 100k. Rödel da rein, der Kollege. Ah, da kommt der Täler und rödelt mehr rein. So, okay. Holen wir gleich den nächsten Mob. Oh, spring nicht in mich rein, Kollege. Uiuiui. Jetzt sind wir ein bisschen vom Rand weg. Da kommen die kleinen Schleime. Root die mal. Ach komm, ich hab die extra gerootet. Warum haut er die denn jetzt raus? So viel zu meinem Root. Den hat er jetzt gestunt, gefeiert. Also wir machen auf jeden Fall CCs, aber wir hätten sie halt auch einfach im Root lassen können. Root sie nochmal. Lass sie jetzt vielleicht diesmal drin. Gut, natürlich. Wahrscheinlich haben sie gleichzeitig draufgehauen, nicht gesehen, dass ich gerootet habe, ne? Und dann hast du das halt auch schnell mal. Also Plan ist jetzt, Shockwave. Das hatte ich auch vorher kommuniziert, dass wir halt zum ersten durchsteppen, stealthen, so rum. Und danach, laufen wir runter und holen uns den roten Blub quasi. Shockwave. Das ist der Plan. Den ziehen wir hier hoch, den soll der andere dann auch sorgen. Die route ich jetzt noch. Okay. Warum ist der eine nicht mitgerootet worden? Na, hätte ich vielleicht auf den ersten drauf einen Root hauen sollen, ne? Shockwave. Aber das ist eine ziemlich große Range, ne? Aber wir haben ganz guten Schaden. Ja, obwohl, ich bin wieder erst im Achso, das war immer noch im Fight, ne? Das war wahrscheinlich wegen dem AE. Ich wollte gerade sagen, wir haben ganz guten Schaden, aber wenn der Tank am Platz 1 steht, dann ist eigentlich nicht so guter Schaden, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind. Also warte mal, den sollte ich rausdrehen, dass er jetzt hier nicht rein dingst. Shockwave. Irgendwie dieses Bomben macht nicht mehr so viel Schaden, wie es mal gemacht hat. Kommt mir zumindest so vor. Shockwave. Hüt hat das mal mehr gemacht. Jetzt rennen die Viecher halt alle in irgendwelche Richtungen. Also da irgendwie konntest du gefühlt zumindest vorher die mit dem Scheiß easy wegbomben, da war gar nichts. Oh, wo haben wir denn jetzt den Rock? Shockwave. Holy moly, was machen denn die da? Den Rock auch noch am Start. Den wollte ich jetzt nicht haben. Ich will jetzt die Inka für den Boss aufheben, Shockwave. Tatsächlich. Sollten wir jetzt raus von der... Mal eine Wall ziehen. Was sind die Krankheit hier? Shockwave. Einfach nur die maximale Gesundheit ein bisschen verringern. Ah, ich hätte wahrscheinlich Inka ziehen können. Beim Boss kann ich dann eh nochmal ziehen. Jetzt müssen wir auf den Blub warten. Wir müssen den einen halt interrupten, dass er hochkommt. Wir müssen den einen killen und dann können wir ihn hochziehen. Müssen wir halt immer wieder interrupten. Ehrlich gesagt, ich bin mir halt nicht so hundertprozentig sicher, ob das mit dem Blub hier so viel Sinn macht, wieder hochzulaufen, die ganzen Stuff dann immer zu machen. Ein Gate hätten wir benutzen sollen, aber wir müssen nochmal interrupten, sonst kommt er nicht. Das ist ein riesen Zinnober für diesen bisschen Tempo-Buff.
Du musst halt die ganze Zeit den Mob interrupten, sonst kommt er nicht mit. Das ist total behindert. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Soak-Buff haben und gleichzeitig Move Boss. Okay, der ist schon mal wegzuzählt, das ist gut. Irgendwas ist da gerade drauf geflogen. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Convoke jetzt ziehen soll, nicht, dass das die Viecher rausholt, ne? Wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal. Das dürfte eigentlich nicht, wenn die CC'd sind. Jetzt stehe ich halt voll drin, ne? War aber close. Nachrouten. Das macht schon ein bisschen was aus, ne? Wenn du hier diesen Ding hast. Jetzt kriegen wir aber nochmal ein paar kleine Blubs. Ich hab nur einen 8, kann ich nochmal routen. Da kommt das zweite Ad. Nice, ich krieg sie nochmal alle geroutet. Schaut euch das an. Ein Traum. Also das war schön gespielt. Ein Traum. Will die eigentlich hier in dem Exploding haben. Wenn wir den einen kicken könnten, wäre es echt nice. Okay, jetzt geht das ganze Geraffel hoch. Kicken raus. Oh, der ist slow. Lass mich raus. Danke dir fürs Subscriben. Kriegst du alle da rein? Naja, das sind jetzt nicht alle reingegangen. Und Galadin grüßt dich, ne? Komm, ich kick den mal, dass der noch mit rankommt. Dann mach ich ganz guten Schaden dabei, da kannst du nichts sagen. Was Neues gibt, du... Collection-technisch bin ich an der einen oder anderen Stelle wieder ganz gut weitergekommen, ne? Das kann ich aber nachher mal zeigen, wenn ich umlogge. Und gerade bin ich nur ein bisschen am M-Plus machen, um so ein bisschen die Wertung zu erhöhen. Mache ja meine 4 Keys die Woche immer, um dementsprechend so langsam hochzukommen, ne? Richtung 3K. Genau. So langsam, aber stetig. Na, das Fässchen. Ein bisschen weg. Sind die drin? Ja, die müssten noch. Ja, hier haben sie noch abgekriegt. Jetzt schauen wir mal. Die da hinten brauche ich auch noch als Pulver, aber erstmal die da vorne und dann machen wir die da hinten noch. Ich würde es mal so machen. Weil wir haben am Anfang halt die Mobs geskippt, ne? Und dann hast du halt immer die Geschichte. Die brauche ich auch noch. Shockwave. Shockwave kommt. Hey, danke fürs Subscriben. Warte, ich guck gleich. Das ist ein bisschen tricky. Cyborg, ne? Vielen Dank. Ein bisschen tricky. So, die müssen wir sorgen, die Viecher. Heiler rennt schon rein. Müssen noch die Mobs da oben machen. Die brauchen wir auch noch.
Warte mal, den haben wir auch noch weg. Der eine spielt, glaube ich, Demo, ne? Da haut er relativ gut raus mit. So, da lassen wir uns jetzt mal nett wegschnecken. Ich sag's euch, die Woche, ne, ist ja diese Bebend-Woche. Und Beben ist eigentlich relativ leicht im Endeffekt. Aber ich war jetzt überproportional in Gruppen, wo du nur Leute in Melee-Range hattest. Also, ich rede jetzt davon, dass du, quasi ich als Tank, ne, klar, ich muss halt in Melee-Range, 3 Melees hattest und noch einen Heiler, der halt auch noch in der Melee-Range rumgeruckt. Und das ist halt schon ein bisschen belastend. Wisst ihr, was ich meine? Die kann ich jetzt eigentlich mitziehen zu der Tentakel. Na, kommt mit. Können wir die damit noch mit reinpacken? Fuck it, die Bombe geht ja oben jetzt hoch. Die kann ich nicht mehr. Ach, der Heiler sollte da rausgehen. Okay, gut. Eigentlich wollte ich den da unten ranziehen, dass wenn die Bombe hochgeht, aber die ist jetzt da irgendwie weitergelaufen. Das war jetzt nicht so gut. Der ist halt immer noch nicht tot. Ja, gut, da müssen wir jetzt gleich auf die andere Seite rum. Gleich Big Boom. Fuck it. Ich zieh jetzt mal lieber. Ich hab's immer mal eine Wall gezogen, ne? Sicher ist sicher. Falls das hier schief gegangen wäre. Sah zwar jetzt halbwegs gut aus, aber man weiß ja nie. Hier muss ich gleich raus Soul Shapen dann, wenn's böse wird. Obwohl, nee, geht sogar. Sind alle rausgekommen, perfekt. Brauch sogar die Soul Shape nicht. Oh, da muss ich eigentlich auch raus. Ja, den Monk hat's erwischt. Soll ich einen Battle Ratzen? Also theoretisch willst du eigentlich die hier in den Ding reinziehen. Aber jetzt lassen wir sie einfach hochgehen. Ich will jetzt den Battle Rats bei einer Bosswoche nicht wasten, ehrlich gesagt. Okay, der eine retzt ihn schon. Der kann laufen. Ja, der... Nee, wir haben am Anfang geskippt und der ist dann ganz am Anfang. Dann hat er vielleicht keinen Pot und das nix. Weißt du? Das ist dann immer suboptimal, ehrlich gesagt. Theoretisch hätte ich auch gesagt, lass den Typen laufen. Vor allem, das ist ein Monk, ne? Der kann halt easy aus der ganzen Scheiße rausrollen. Weiß jetzt nicht, warum der dadurch gestorben ist. Also, du wirst da schon übelst geslowt, ne? Ich weiß nicht, ob nur ich als Tank geslowt wird. Oder ob alle da so krass weggeslowt sind. Aber... Schauen, bis der castet, dann kann ich ihn mitziehen. Okay, cast. Komm, wir hauen hier eine Inka raus. Bräuchten wir noch einen Interrupt? Kam ein Stun. Bräuchten einen Interrupt, dass ich den ziehen kann. Oh, der Boss ist schon ein bisschen dabei. Das ist halt der Nachteil von am Anfang durchstelfen oder halt Unsichtbarkeitspot durchzulaufen, dass wenn du dann einen Vibe oder irgendwas hast, dass es dann ein bisschen eklig ist, ne? Vor allem dann releasen Leute, dann kannst du wieder nicht retzen und so, und weil die dann nicht so weit denken, ne? Dann ist immer schwierig. Immer schwierig. Shockwave. Ob wir bei dem einen Interrupt, komm, interrupt mal den, dass er herkommt. Na ja, super. Ah, Heiler dispelt sogar, was ist denn da los? Heiler, den Man Root runter dispelt. Das ist ja, ne? Ja, High-End-Gameplay. High-End-Gameplay. Sonst, wenn du irgendwie einen Root drauf hast, das juckt dir nicht, da wirst du nicht dispelt. Kostet ja Mana, ne? Hoffe ich, dass da kein so ein Einschlag unter mir ist. Ich hatte vorher einen Mob, der auf der Treppe da unten reingebackt ist. Okay, eigentlich können wir loslegen. Hier könnte, glaube ich, der Hexer auch einen von diesen anderen Blubs banishen, meine ich. Alter, der eine ist halt instant geexplodet. Okay, ich krieg gerade richtig auf den Sack. Gucken. Ich glaube, der Ding hat auch ein bisschen reingeburstet. Der Heiler.
so viel entspannter, ne? Wenn nur drei Leute, also ne, sind jetzt zu dritt in der Melee-Range, weil wir zwei Dings haben. Der Heiler ist halt in der Melee-Range. Watch your step. Und der Ding hier, wo fliegt's hin? Da habe ich halt auch schon richtig oft Leute sterben sehen, die dann halt in den Boss reinrennen. Richtig, richtig oft. Das haut er wahrscheinlich gleich ab, dann hau ich einen Roar rein. Ja, Roar kommt. Ein Gate wäre hier auch gut gewesen, aber gut, ich habe ein bisschen schnell gepult, ne? Vielleicht konnte er deswegen auch nicht. AOE incoming. Kommt halt der Blub. Könnte den Boss... er hat ihn gebanished. Okay, das ist gut. Er, what the fuck? Was habe ich denn gerade auf den Sack gekriegt? Eigentlich könnte ich jetzt den Boss auch mit hinziehen. Watch your step. Springt halt in das Ding rein. Okay, das war jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen hitten lassen. Der Monk hat gut was genascht. Das Problem ist, wir werden halt noch ein... wir werden halt noch einen Blob kriegen. Soll ich meine Inka aufbewahren oder ziehe ich sie? Wisst ihr was? Ich ziehe sie hier. Ich habe zwar nachher noch einen größeren Pull, aber das geht bestimmt auch ohne. Wir haben eigentlich relativ guten Schaden dabei. Das müsste eigentlich funktionieren. Wenn ich bei dem Pull dann Dings ziehe... Watch your step. Oh, ein bisschen was. Und nochmal. Auch sind wir ganz gut in der Zeit, würde ich sagen. Um einen Toten bis jetzt. AOE incoming. Haben wir halt zwei von den Blubs. Einen können wir banishen und den anderen. Müssen wir halt machen, ne? Oder wir kriegen noch einen anderen CC. Also ist gut, dass der Exo den banished, ne? Ich weiß nicht, wir hätten einen Monk, Paralyse, keine Ahnung, ob das auf die Blobs geht. Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wenn ich so stehe, dann kriegt der Boss nicht den Buff, seht ihr das? Das geht tatsächlich aus. Aber ist ein bisschen tricky. Mal wegnocken, den Kollegen. Okay, er hat ihn nachgebanished. Wenn ich ihn halt genockt krieg, ohne dass Dots drauf fliegen, dann kann ich ihn halt danach routen. Ne? Das geht, aber die werden halt meistens instant rausgehauen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Watch your step. Boah, nicht, dass er da hinten rausspringt und resettet. Das wäre halt worst case, ne? Worst case wäre das. So, ich will eigentlich bei den Mobs Inka haben, aber das wird jetzt nicht ausgehen. Aber scheiß drauf. Ich stelle mich schon mal darüber, wenn wir gleich den kriegen. Was habe ich denn? Wahrscheinlich kriege ich Ding wieder ready, Barkskin, oder? Und ich kann vielleicht convoken. Ja, super, jetzt haben wir natürlich da den Blob unten drunter. Aber ich muss da halt stehen bleiben, ne? Den einen hätten wir nicht als erstes töten sollen. Ding ist, wenn ich von dem Viech weggehe, dann rastet er halt aus, ne? Also ich muss da jetzt stehen bleiben, das hilft halt alles nichts. Gehe ich halt mit ein bisschen live in den Kampf rein, wo ich keine Cooldowns habe, perfekt. Ja, das hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Wall ich hier einfach mal. Von Walk nochmal defensiv. Ah, das hätte gepasst. Hierfür hätte ich mir sonst Inka aufgehoben, aber jetzt nicht wirklich notwendig. So, die im Rand wollen wir nicht spielen. Na, addet er mit seinem ganzen Gedönse. Jetzt spielen wir es auf Nummer sicher. Ich habe schon öfter die Spinne in das Pack reingezogen, aber jetzt hier mit Inspired und so, machen wir mal lieber nicht. Machen wir mal lieber nicht. Braucht, glaube ich, 81, irgendwas. Aber das müssten die beiden noch bringen. Okay, wir haben die Spinnlinge. Also, ich kann nicht dann auch das und... Ja gut, wir haben zwei Stunts drauf, ne? Also, da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Gebe ich meinen gleich für das andere Gedönse auf. Zieh die da so ein bisschen weg, dann können wir die nämlich... Ihr habt den da extra rein zählt, dass ich gleich die Kuppel hier auflösen kann. Das hat alles, na gut, jetzt habe ich halt hier kein Desmontieren für die.
der Hit kommt. Ah, der hat ihn auch geeisfallt. Okay, passt. Gut, so geht's natürlich auch, ne? So, jetzt machen die eigentlich nichts mehr. Jetzt können wir den eigentlich natzen. Das Ding ist halt, der eine macht diese Kackkuppel, ne? Und dann kriegen die Mobs keine Schaden oder kaum noch Schaden. Und ich kann es dann halt nicht interrupten, wenn der da drin steht. Und das ist halt ein bisschen ätzend. Deswegen habe ich gedacht, komm, den rooten wir mal, ziehen wir es ein bisschen weg und gut ist. Hast du da nicht den Stress? Ah, ich habe wieder meinen Damage-Meter nicht resettet. Weil das ist, glaube ich, der Kuppel-Dude sogar, ne? Na gut, egal. Ich denke mal, das müsste auch so gehen. Naja, das ist sogar der Kuppel-Dude. Dann ist es ehrlich gesagt egal, ob wir dingsen können oder nicht. Weil den kannst du ja trotzdem CC'en, ne? Kannst bloß alle anderen nicht CC'en, die seinen Buff drauf haben. Unten spielen wir dann halt noch die Blubs und dann schauen wir mal. Dann müsste es eigentlich genau aufgehen. Oder fast genau, ne? Je nachdem. Ja, 81, das passt. Heiler hat Mana. Let's fetz. Defensive. Hier ist ein Hunter mit Sperrfeuer, ganz nice, ne? Eigentlich, der ist ein bisschen zu früh rausgegangen. Fuck, da kommt der Hit, da kann ich jetzt nicht hin. Ja, haben wir den einen nicht rausgeholt? Defensive. Alter, ich muss jetzt gerade alles schmeißen. Da kam jetzt irgendwie gerade gar nichts mehr. Jetzt ist uns der Monk abgenippelt. Den kann ich aber gleich retzen. Das war jetzt gerade nicht so gut. Warum spottet er den denn? Defensive. Er hat ihn einfach getauntet, den Mob. Er hat den Boss gerade getauntet. Was macht er denn? Defensive. Also, ne? Der hat zu 1.000.000% den Boss getauntet, weil ich habe ihn geretzt. Der kann ja gar nicht die Aggro von dem Ding haben. Never ever. Also er muss ja getauntet haben. Müssen wir ihn rausholen, den Heiler. Der Heiler geht ein bisschen früh raus, ehrlich gesagt. Defensive. Beim nächsten ziehe ich Inka. Ich will es immer noch so als Backup haben, wisst ihr? Defensive. Falls mal irgendwas andersrum geht. Hey, ich grüße dich. Du, der Key läuft erstaunlich gut jetzt, tatsächlich. Bis jetzt, bis auf den, dass der Monk irgendwie den Boss auf einmal getauntet hat, ne? War es eigentlich recht gut. Schauen wir mal, aber er ist halt noch nicht rum, ne? Also. Muss man natürlich dazu sagen. Oh, der hat den Heiler und den Ding mitgestunt. Schauen wir mal. Wir haben jetzt nur 13 Minuten. Haben jetzt noch den Endboss und ein paar Prozent. Also. Obwohl Double wird ein bisschen knapp, aber es wird auf jeden Fall. Also, wenn wir jetzt beim Endboss nicht verkacken, wird es eine gute Zeit. Ah, jetzt habe ich hier noch keine Inka. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
Mal schauen, dass ich sie treffe, aber dass die mich nicht hitten können. Okay, es sieht gut aus. Nein. Der Paler läuft zu mir, ne? Ich kann halt nicht zu den Mobs hin. Wenn ich zu den Mobs hinlaufe, dann ratzen die mich. Und zwar richtig. Können wir nicht machen. Oh, der Charge war schon gefällig. Ich will den ein bisschen wegziehen, wir müssen die Blobs noch machen. Also die Blobs bringen jeweils 1%, glaube ich. Der bringt 4, ne? Dann haben wir noch 3% über, das sind 3 Blobs. Passt. Und dann haben wir nämlich noch einen Buff. Müssen den kicken, dass der zusammenkommt. Dass wir die halt alle drei schön wegsaugen können. Inka ziehe ich jetzt hier mal nicht, Convoke. Hä, warum banisht er den einen? Nein, lass den doch. Ich hätte es gesagt, der kann einfach alle drei saugen, der... Wir können auch zum Boss ziehen. Das ist so dumm mit diesen roten Blobs. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das wert ist, ne? Müssen nochmal kicken. Ohne Kick kommt der nicht. Das juckt den halt überhaupt nicht. Also ich weiß zwar nicht, was das da bringt, wenn der da hinten steht. Der gute Hexer kann sich halt reinstellen. Es wäre halt besser gewesen, wenn der in Midi-Range. Aber gut, solange der... Oh, stellt euch nicht in den... Oh fuck, jetzt muss ich in dem Hit drin stehen bleiben. Zieh meine Wall. Also das Ding ist, ich musste stehen bleiben, ne? Sonst hätte ich nicht sorgen können. Das ist halt maximal behindert hier. Super, der Hexer kann jetzt da auch nicht drinstehen. Der Monk musste doch einfach soaken? Dann wäre doch gut gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, warum wir... ...warum wir den extra jetzt hierher gezogen haben. Das hat ehrlich gesagt hat das keinen Sinn gemacht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Mit den Kreisen ist der Boss schon nervig. Darf er theoretisch nicht an die Viecher ran? Wir haben noch HT theoretisch ready. Und so in der letzten Phase ziehen. Nehmen wir mal defensiv meine... Bock. Hier, der hat so eine Mini-Range, ne? Wenn ich nicht ganz an der Suppe dran stehe, dann, dann hittet der irgendwen anders. Oh, geh raus da, Monk. Der steht schon wieder im Soak drin, der Monk. Der wird halt rippen, ne? Alter, der Typ. Warum muss der in mir stehen? Du hast erstmal das Quaking, wo wir uns gegenseitig weghauen. Und er frisst halt noch den Hit. Das ist so unnötig, ehrlich gesagt. Echt von den Viechern weg, ne? Die ratzen mich.
bisschen Mondfeuer-Action und das war's eigentlich. Warte mal, haben die... Oh, fuck it. Boah, da wollte schon wieder ein Melee hitten, ne? Ich wollte weggehen, dass der mich da nicht erwischt. Ich kann gleich noch einen Pot schmeißen und Inka. Watch your step. Also die müssen halt von vorne weggehen. Ich kann davon nicht weggehen, sonst redet der Boss halt am Rad, ne? Komm schon mal so einen Pot rein. Add noch einen Ticken weg, das will ich jetzt nicht. Na gut, eins werde ich tanken müssen. Aber ich habe Inka an. Easy. Das war doch ein schöner Key. 6 Minuten drüber. 17 Punkte hat das gebracht, ja nice. Schultern, ich brauche doch Schuhe, Leute. Ich brauche doch Schuhe. Warum kriege ich das dann nicht? Kann ich jetzt posten, ne? Weil brauchen tue ich es nicht, ne? Könnte haben. Hat zwar einen guten Versa-Stat drauf. Gut, ne, war ein schöner Run. Ab und an gibt es das auch mal. Jetzt müsst ihr noch ein paar Punkte haben. Ja, jetzt bin ich auf 48. Ja, war ziemlich clean, bis auf das, dass der Monk... Der Monk ist halt dreimal gerippt, ne? Hat irgendwie reingetauntet. Keine Ahnung, was da los war. Wunderbar.